denke, aufgrund dessen, dass es ein deutsches Finale gab, werden die deutschen Mannschaften bestimmt auch eine gewisse Chance haben. Aber wie es letztendlich läuft, weiß, glaube ich, bisher keiner. Wie wichtig ist das, dass bei so einer Wahl für die Weltauswahl die Spieler sich selbst bzw. Spieler wählen? Ja, wie wichtig? Ich denke mal, das gibt nachher auf jeden Fall eine Entscheidung, die auf Tatsachen beruht. Wir Spieler denken ja doch, dass wir am meisten von dem Sport verstehen. Und wenn wir dann selbst unsere Stimme abgeben können und selbst wählen können, dann kann sich hinterher keiner beschweren, dass die Journalisten da was anderes gesehen haben. Ist das auch für einen Spieler ein anderer Stellenwert? Ja, das ist schon klar. Wenn weltweit alle Profispieler quasi dafür sorgen, dass du in so einer Elf stehst, dann kannst du dich natürlich geehrt fühlen. Weil wie gesagt, das sind 50.000 Fachleute, die da zu Werk gehen. Und wenn man dann gewählt wird, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Jetzt gab es im letzten Jahr 11 Spieler aus Spanien, die in der Weltauswahl standen. Das könnte jetzt anders werden. Ja, definitiv. Mit zwei deutschen Mannschaften im Champions-League-Finale bin ich großer Hoffnung, dass da doch der ein oder andere Spieler aus der deutschen Bundesliga mit in diese Elf kommt. Verdient hätten es einige und wollen wir abwarten, was da im Januar bei rumkommt.